Verleihung des Deutschen Reporterpreises 2019. Es ist wieder soweit. Eine große Feierstunde für den Journalismus. Vor einem Jahr hatte er hier seinen letzten Preis bekommen. Klaas Relotius für eine Reportage über den Krieg in Syrien. Und ohne die drei, die bezeichnenderweise alle selbst geflohen sind, wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, diese Geschichte zu schreiben, zu recherchieren, überhaupt an diesen Jungen ranzukommen. Herzlichen Glückwunsch, Klaas Relotius. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Nur wenige Tage später platzte die Bombe. Der Begriff Spiegel-Affäre bekommt in diesen Tagen eine neue Bedeutung. Klaas Relotius galt als Superstar der Branche. Seine Reportagen preisgekrönt. Detailreich, nah dran, zu schön, um wahr zu sein. Relotius hatte über Jahre hinweg Interviews und Reportageszenen teils erfunden. Wir wissen, wir haben auch eine Leitfunktion für die gesamte Branche. Und dass wir der nicht gerecht geworden sind, das schmerzt uns furchtbar. Der Spiegel enthüllte in eigener Sache: Sagen, was ist. In 54 Spiegelheften hatte Relotius geschrieben. Vieles davon gefälscht, verfälscht oder abgeschrieben. Er schrieb aber auch für viele andere Medien. Der Skandal trifft weite Teile des Journalismus im deutschsprachigen Raum. Natürlich müssen sich alle fragen, wie sowas passieren konnte und ob die Branche anfällig dafür ist. Und viele suchen die Antworten noch immer. Das Urvertrauen ist weg. Das Urvertrauen, dass Reporter wohin gehen und aufschreiben, was sie sehen. Wenn wir zum Beispiel im Ausland Geschichten angeboten kriegen, dann lehnt man die vielleicht eher ab, weil das Risiko, dass man es nicht überprüfen kann, zu hoch ist. Was eigentlich eine traurige Konsequenz ist. Auch eine Konsequenz: mehr Kontrolle. Redaktionen, etwa die Süddeutsche Zeitung, installieren Datenbanken. Reporterinnen und Reporter sollen ihr komplettes Material an die Redaktionen schicken. Dokumente, Kontaktdaten, Mitschnitte. Aus Autorensicht mehr Misstrauen. Führen Sie so eine Art Generalverdacht gegen Autorinnen und Autoren? Auch früher war das schon so, dass ich mich immer sehr gefreut habe, wenn der Docker anruft oder wenn der Factchecker anrief. Weil ich dann immer das gute Gefühl hatte, da bewahrt mich jetzt jemand davor, einen Flüchtigkeitsfehler zu machen. Denn Fehler können ja jedem passieren, das wissen wir ja auch. Aber jetzt hat das schon eher was von Inquisition. Ich leite ja zusammen mit einem Kollegen die Reportageschule in Reutlingen. Und wir werden das insofern auch reflektieren, diesen Skandal, dass wir künftig einen ehemaligen Dokumentar vom Stern beschäftigen werden, der jeweils jede Übungsreportage einmal stichprobenartig überprüfen wird. Der Spiegel an der Hamburger Erikusspitze. Hier wurde alles minutiös aufgearbeitet, Strukturen verändert. Einige Mitarbeiter mussten gehen. Nach einem Jahr gibt es neue Standards, strengere Kontrollen. Clemens Höges ist seit 29 Jahren dabei. Erst Reporter, dann Ressortleiter, nun Mitglied der Chefredaktion. Er verspricht, man werde noch genauer hinsehen. Ich wäre eigentlich froh, wenn die Affäre Relotius nicht verschwinden würde, sondern wenn sie uns, aber auch durchaus Kollegen in anderen Häusern immer sagt, was passieren kann, worauf man achten muss, dass man eben immer noch mal 10% gründlicher arbeiten muss, als man das eigentlich vielleicht für nötig hält. Dass Relotius, ich glaube, das wird nicht so schnell verschwinden und das ist gut so. Der Spiegel will künftig noch mehr Belege sehen.